Sie sind hier 18. Oktober 2018, 21.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Andrea Petkovic verpasst das Halbfinale in Luxemburg. Urheberrecht Getty Images. Andrea Petkovic verpasst in Luxemburg gegen Jeannie Bouchard den Einzug ins Halbfinale. Sie muss angeschlagen aufgeben. Dagegen ist Julia Görges weiter. Julia Görges Bad Oldesloe ist beim WTA-Turnier in Luxemburg ins Halbfinale eingezogen. Die an Position 1 gesetzte Deutsche bezwang Donna Vekic Nummer 6, 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 3 und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel gegen die Kroatin. Dagegen gab Andrea Petkovic Darmstadt ihr Viertelfinale gegen Eugenie Bouchard, Kanada, beim Stand von 6 zu 4, 0 zu 4 angeschlagen auf. Görges trifft somit im Halbfinale auf die ehemalige Wimbledon-Finalistin Bouchard, die derzeit nur noch auf Rang 108 des WTA-Rankings geführt wird. Das bis dato einzige Duell der beiden liegt lange zurück. Bei den French Open 2014 siegte Bouchard in 3 Sätzen. Hätte Petkovic gewonnen, wäre es zu einem schnellen Wiedersehen mit Görges gekommen. Die beiden Deutschen waren erst in der vergangenen Woche beim Turnier in Linz aufeinander getroffen. Punkt. In Österreich setzte sich etwas überraschend Petkovic durch, von Sportinformationsdienst.